Wir wussten, dass es ein intensives Spiel wird. Bochum spielt viele lange Bälle auf ihren Zielspieler und gehen dann oft in die Schnittstelle. Man muss sagen, defensiv haben wir es ordentlich gemacht. Vieles wegverteidigt, keine großen Chancen zugelassen. Bis eben auf diesen einen Einwurf, wo wir dann am langen Pfosten ein bisschen nachlässig sind in der Boxverteidigung und den Mann aus den Augen verlieren. Danach war es gut, danach war es etwas so, wie wir uns eigentlich etwas früher schon gewünscht haben. Da waren wir zwingender nach vorne, haben dann zwei, drei Riesenchancen, wo dann der gegnerische Keeper auch herausragend hält und wir eben es nicht schaffen, dann das eine Tor zu machen, dass wir mindestens einen Punkt mitnehmen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ernüchternd. Aber jetzt kommt die Länderspielpause, vielleicht für uns auch zum günstigen Zeitpunkt. Jetzt geht es für die meisten Spieler eben zur Mannschaft, das heißt Abreise ab sofort von hier. Und dann zwei Länderspiele und dann, wenn wir zurückkommen, werden wir mit Sicherheit nochmal über das Spiel hier reden, nochmal einzelne Szenen anschauen und dann werden wir uns vorbereiten, weil wir dann auch nicht so viel Zeit haben zum nächsten Heimspiel. Zu Hause gegen Mainz ist es, glaube ich, Samstag 15.30 Uhr und dann wollen wir nachlegen. Wir sind immer noch oben dabei, wir wollen unser Ziel erreichen und freue ich mich schon auf das Heimspiel.